Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir testen heute für euch eine elektrische Reinigungsbürste. Hier schon im Bild von der Marke Liebein. Kommt mit verschiedenen Reinigungsaufsätzen, soll im Haushalt vor allem so ein bisschen die Schruberei und die elende Kratzerei irgendwie ersparen, die man doch bei so vielen Dingen immer wieder hat. Ob jetzt in der Dusche oder jetzt wie hier zum Beispiel beim Backblech oder im Backofen oder eigentlich egal wo. Gefühlt habe ich zumindest oft die Empfindung, dass ich quasi nur am Schrubben bin. Und deswegen dachte ich mir, da die ja gerade so bekannt irgendwie sind, auch gehypt sind, teste ich die einfach selber mal, ob das denn gut funktioniert und ob das die Investition wert ist und wollte es gerne mit euch teilen. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein wunderschön nicht sauberes Backblech mal vorbereitet. Ich glaube, das sieht man ganz gut in dem Licht. Hier ist so richtig schön Fett und Dreck und Angebranntes irgendwie drauf. Also quasi eigentlich so ein bisschen gefühlt die der Endgegner für Schrubben und Saubermachen, zumindest bei mir. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob die Bürste dagegen ankommt und wie es danach aussieht. Ich habe hier ansonsten schon mal so ein bisschen was vorbereitet. Ich habe die Bürste jetzt hier mit diesem harten Aufsatz genommen. Das ist wirklich so ein bisschen wie, ja, ich sag mal so ein bisschen wie Stahlschwamm quasi. Es gibt ansonsten auch noch Aufsätze mit richtigen Bürsten, also mit Borsten in verschiedenen Größen. Aber ich dachte, dadurch, dass es so verdreckt ist, machen wir es lieber mit dem Aufsatz. Ansonsten habe ich hier einfach nur noch ein bisschen Wasser, ein bisschen Scheuermilch und Spülmittel. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los und gucken uns das Ganze mal an. Ja, ich habe jetzt die Bürste einfach nur mal ins Wasser getaucht und ein bisschen Spülmittel und ein bisschen Scheuermilch drauf gemacht und jetzt gucken wir mal, wie das ist. Wie ihr gesehen habt, hat die Bürste auch zwei verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Einmal eine etwas schnellere und einmal eine etwas langsamere Geschwindigkeit. Ich würde sagen, das waren jetzt vielleicht so ungefähr 2 Minuten Schrubben. Jetzt spülen wir das mal ab und gucken mal, wie es aussieht. Ja, die Bürste an sich fand ich vom Handling jetzt her eigentlich sehr einfach. Ich musste da jetzt auch kaum Druck oder sowas benutzen. Ich habe das quasi einfach nur drauf gehalten und bin so ein bisschen drüber gegangen. Und reinigen ist, glaube ich, auch kein Problem, weil man kann die Aufsätze hier vorne einfach entfernen. Hier ist so ein Klettverschluss dran und kann den unter fließendem Wasser einfach sauber machen. Das heißt, es sollte eigentlich kein Problem sein, den relativ schnell wieder verwenden zu können. Genau, also ich muss sagen, ich bin bisher doch recht angetan von dem Ganzen und kann euch das tatsächlich empfehlen.